Guten Tag und willkommen zu Super Mario 3D Welt. Willkommen zurück. Es ist ein kleines Malheur passiert. Und zwar, kennt ihr das? Vielleicht habt ihr vielleicht diesen Tweet gesehen auf Twitter. Moment, ich blende diesen Tweet jetzt hier ein. So, man kann, glaube ich, jetzt teilweise verstehen, was passiert ist. Und zwar, auch wenn man jetzt das ansieht, was hier passiert ist und wenn man sich daran erinnern kann, was letztes Mal passiert. Wenn man kein 3-Sekunden-Gedächtnis hat, dann weiß man Bescheid, was hier passiert ist. Und zwar, ja, wie ihr seht, ich habe hier schon ein paar Level gespielt. Und ich habe es nicht aufgenommen. Ich habe meine Fresse aufgenommen, ich habe meine Stimme aufgenommen. Aber, wisst ihr, was ich nicht aufgenommen habe? Das Spiel. Wunderschön, oder? Aber kein Problem, wir können das Level nochmal spielen. Yay! Zum Beispiel mit Panic in Pastel. Und diesmal kann ich schon einen Fehler vorbeugen. Und zwar habe ich in der Aufnahme zwei Level gemacht, bei denen Peach eigentlich recht notwendig ist, ne? Und deshalb werde ich Peach jetzt in diesem... Eigentlich wäre jetzt wieder Louis dran. So, Stern Nummer 1. Eigentlich wäre jetzt wieder Louis dran. Der grüne Typ da. Mit dem Schnauzer, der so aussieht wie sein Bruder, nur in groß. Boah, ja, der wäre jetzt eigentlich dran gewesen. Aber da, wie gesagt, in diesem Level und noch in einem anderen Level, den ich heute machen werde, brauche ich Peach. Werde ich diesmal Peach spielen. Danke für den zweiten Stern. Schön. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Dankeschön. Oh, ich liebe diese Musik in diesem Spiel, Leute. Die ist so wundervoll. Da gibt es hier einmal den, oh, den Stempel. Pack. Alles durchsichtig, nicht wundern, die sind alle durchsichtig, weil ich schon mal das Level gerade gemacht habe. Und man kann halt nicht manuell speichern, das wird halt immer automatisch gespeichert. Und deshalb kann ich jetzt auch nicht irgendwie meinen Spielstand laden und dann das nochmal machen. Geht halt nicht, ne? Und deshalb, ihr seht's ja, ne? Aber ich mach's trotzdem, weil ich möchte euch ja nicht diese wunderschönen Welt, diese wunderschönen Level in dieser Welt verpassen lassen, ne? Weil das sind wunderschöne Level in einem wunderschönen Spiel. Deshalb, hier, nehmt sie und genießt sie. Sie sind wunderschön, oder? Wir haben uns ein Leben, so, und... Wunderschön. Und da ist die goldene Fahne. Wunderschön. So, dann können wir noch gleich das Captain Toad Level machen. Das habe ich in der letzten Episode angeteasert, dass wir das auch noch machen wollen. Und das machen wir jetzt auch. Ja. Ich mag Captain Toad Level. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, mir würde hieß es Captain Toad Treasure Tracker oder heißt es einfach nur Toad Treasure Tracker? Auf jeden Fall dieses einzelne Spiel, was dieses, oh fuck, ich muss ja wieder umloggen, was dieses Minispiel als ganzes Spiel kombiniert oder zusammenfasst. Ich glaube, mir würde das Spiel gefallen, glaube ich. Weil, nein, so ist da rein. Weil irgendwie gefallen mir diese Toad-Level. Ich mag sie. Ob sie in einem kompletten Spiel funktionieren würden, weiß ich nicht. Aber ich denke schon, Ich liebe diese Musik. Die Musik ist wunderschön. So. Wie geht das nochmal? Kamera bewegen? Nein, ich werde die Kamera nicht so bewegen. Ich habe meinen fucking Stick, mit dem ich die Kamera bewegen kann. Deshalb brauche ich auch nicht, diese Kamera so zu bewegen. So, da ist Stern Nummer 1. Was ich immer noch nicht verstehe, wieso ich dieses fucking Gamepad dafür brauche. Ich verstehe es noch nicht. Aber ist ja auch egal. Ist auch egal. Bevor ich mich hier wieder zum 10. Mal über das Gamepad auskotze, na, spielen wir einfach dieses wunderschöne Level mit dem Pilzkopf und der Taschenlampe auf seinem Kopf. Bringt mir der Pilz überhaupt was, wenn ich schon einen Pilz habe oder wenn ich schon groß bin? Nee, nur Punkte. Okay, dann nur Punkte. So, dann gehen wir hier rein. Dann gibt es hier den nächsten Stern. Zack, da ist der nächste Stern. Und dann, wo muss ich jetzt lang? Ich muss wieder hier durch, oder? Oder ich kann einfach runterspringen. Und dann einmal hier hoch. Oh lol, ist das dein Ernst? Du Dummkopf. Toad, bitte, hoch. Dankeschön. So. Drehen. Okay, erstmal hier hoch. Ach ja, genau. In diesem Level gibt es ja diese abgefahrene Zelda-Mechanik, ne? Und zwar, wir steigern gleich den Wasserspiegel. Ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Ich bin mal hier runter. Wunderschön, oder? So, nicht runterfallen, Toad. Nicht runterfallen. So, und dann ins Röhrchen. Ins Röhrchen rein und dann jetzt oben raus. Und dann kann ich gleich den Wasserspiegel hochsteigen lassen. Einmal den Bottich hier füllen mit Wasser. Spring runter. Zack. Dankeschön.
Und dann geht's hier lang, genau. Wieder einmal balancieren gleich auf engen Wegen hier. Jetzt wird's wieder dramatisch. Episch. Krass. Perfekt geschafft. Und da ist der letzte Stern. Der letzte weiße Stern. Ja, heute sammeln wir nicht die grünen Sterne, heute sammeln wir die weißen Sterne. Wunderschön. Bewegen! Bewegungssteuerung, Sensor, Gyros, wie heißt das? Gyros, Gyros-Steuerung? Gyros-Sensor, ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Hat ja der 3DS ja auch. Die Gyros-Steuerung, ja? Die geile Gyros-Steuerung. So, du kannst raus, Louis. Sia! Sia, Mr. Green. So, hier raus wieder. Und als nächstes können wir die Kamex besiegen. Habe ich schon besiegt, aber... Ist eigentlich unnötig, dass ich die nochmal mache, weil so krass spannend ist jetzt der Kamek-Kampf auch nicht. Vor allem, ich habe noch die Blume, also ich kann jetzt einfach alle wegballern. Ist ja easy going, ne? Ja, da kommt die jetzt raus, oder? Ja, guck mal. Predicted. Zack, gib mir den grünen Stern, den weißen Stern. Wunderschön. Nice! Ja! Ich bin Peach! Ich muss eine hohe Stimme haben, ich bin eine Frau! Ich muss aussehen wie eine Barbie! Fucking Peach. Pfirsichfresse. Jetzt kann ich sogar etwas machen, was ich verpasst habe. Seht ihr, über der Fahne mit dem großen L, das für Louis steht, fehlt der grüne Stern. Denn ich habe diesen Level einen Stern verpasst. Ich Dummkopf. Ich Trottel. Ja. Die Röhrenlagune. Ich habe hier einen fucking Stern verpasst. Da gab es ein Problem. Das werde ich euch gleich zeigen und erklären, was das für ein Problem hier mit sich gebracht hatte. In dem Level brauche ich eigentlich nicht Peach, aber egal. Egal. Wir wollen ja jetzt immer die Episoden immer Charakter festgestalten, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass wir immer, oh fuck, dass wir immer einen Charakter spielen. Einen festen Charakter pro Folge spielen. Zack. Da haben wir noch die Katze. Brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber eigentlich egal. Was ich aber gucken wollte, was ist hier eigentlich oben? Da ist, glaube ich, nichts, oder? Ah, nee, da ist nichts. Ich wollte einmal... Guck, hier. Ah, da ist nichts, ne? Nein. Da ist nichts. Hier ist nur... Ach so, hier gibt es nur Münzen. Wunderschön. Dankeschön. Gibt es hier vielleicht noch ein Leben auf dem Baum oder so? Komm schon. Ein Pilz. Das ist dein Ernst? Ein Pilz. Oh. Wir haben gerade schon genug Pilz-Action gehabt mit Toad. Brauchen wir nicht noch mehr Pilze. Boah! So, hier runter. Weg mit dir! Wunderschöne Musik hier unter Wasser. Und dann gibt es den ersten Stern gleich hier schon oben. Kann die Katze die überhaupt töten? Ich weiß es nicht, ich habe Angst. Die haben Stachel auf dem Rücken. Die sehen zu mir zu gefährlich aus. Und zwar der erste Stern hier. Wunderschön. Nice! Nice! Hast du schön gesagt, Peach. Dieser Musikwechsel einfach von Wasser und über Wasser. Ich finde es schön. Ich finde die Musik einfach super. Und schaut euch das an, Leute. Schaut euch das an. Dieses Schiffswrack im Hintergrund. Das sieht so schön aus, dieses Spiel. Das sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Und der Midway Point. Yay. Das brauche ich ja alles nicht. Ah, runter. Ho! Vorsichtig. Und hier gibt es, glaube ich, jetzt den Stempel. Kann das sein? Jawohl, da ist der Stempel. Gib mir den Stempel. Ah, oh. Eigentlich bin ich ja eine Katze. Eigentlich kann ich da ganz easy hochklettern. Aber okay. So, und jetzt kommt mein Problem. Und zwar das hier. Dieses Power-Up ist sehr wichtig für den zweiten Stern. Ohne dieses Power-Up kriegt man nicht den zweiten Stern. Und dieses Power-Up habe ich mir unterwegs versauen lassen. Und zwar, da oben ist eine brüchige Wand. Und diese brüchige Wand kann man nur mit diesem Power-Up öffnen. Und ich habe mir halt das versaut, indem ich das Power-Up hier bei diesen zwei großen Fischen verloren habe. Jetzt aber nicht. So, rein. Das heißt, so komplett alles wiederholen tun wir hier nicht in dieser Episode, ne? Wir machen auch was Neues. Wie zum Beispiel diesen grünen Stern holen. Oh, dann holen wir noch die Zeit. Lohnt sich das überhaupt? Weiß nicht. Doch, 100 Sekunden auf jeden Fall. Ich dachte schon, das ist die 10 Sekunden Uhr. Aber die 10 Sekunden Uhr war, glaube ich, blau. Oder? Ich meine schon, ja. Die 10 Sekunden war, glaube ich, blau. Und die 100 Sekunden war grün. Grün, wie der Louis. So, hier gibt es dann jetzt den dritten grünen Stern. Komm, geh rein. So. Alles wegbomben. Da ist der dritte Stern. Wunderschön. Yay!
Es ist immer so kurz für einen Augenblick aus, wenn die Bombe rauskommt, wenn der Schuss kommt, dann kommt immer dieses gelbe Licht, dieses gelbe Feuer. Und es sieht immer im ersten Moment so aus, als würde Peach ihren Kopf da rausstecken. Peach hat ja auch gelbe Haare. Und wenn da so etwas Gelbes rausguckt, kurz, dann denke ich mir mal kurz, Peach steckt gerade kurz ihren Kopf aus dem Rohr raus. So. Goldene Fahne. Hab ich jetzt sogar mit zwei Charakteren die goldene Fahne geholt. Wunderschön. Ja! Miau! Jetzt? Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt das Mario Kart Level? Machen wir das Mario Kart Level, oder? Wow! Und ein grüner Stern dazu. Wunderschön. Für dieses Level brauche ich auf jeden Fall Peach. Für das nächste. Nämlich für das Mario Kart Level. Wieso heißt es Mario Kart Level? Weil es, ja, ein bisschen irgendwie wie so ein Rennlevel ist. Und es hat sogar die Musik aus Super Mario Kart. Also dem Mario Kart für den Super Nintendo, glaube ich. Ich meine schon, dass es das Lied ist. Ich glaube nicht, dass es... Oder ist es die N64 Musik? Nein, ich weiß nicht mehr. Das ist schon so lange her. Und hier gab es den ersten Stern. Hallo, Stern. Die rasen hier richtig geil durch, oder? Ah, jetzt wurde ich gebremst. Egal. Das Level muss wahrscheinlich mit Toad richtig geil sein, oder? Da ist man richtig, richtig schnell. Ui, rutschen. Ui. Da ist die Fahne. Zack. Kennt ihr diese Kinder, die früher mal auf dem Spielplatz die Rutsche hochgeklettert sind? Die waren schlimm, oder? Da ist die... Oh, fuck. Da ist die Rätselbox. Diese Kinder, die früher, wenn ihr rutschen wolltet, immer die Rutsche hochgeklettert sind. Seid ihr früher auch immer die Rutsche hochgeklettert? Please, Peach. Mach keinen Scheiß. Seid ihr früher auch immer die Rutsche hochgeklettert? Also ich glaube, ich war auch sehr oft so ein Assi. Egal. Ist jetzt egal. Ich habe den Stern nicht bekommen. Ist aber jetzt auch unwichtig. Weil ich habe ja den Stern schon mal bekommen. Ne? Ich muss es... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so dämlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte bringt mich um. Oh mein Gott. Was war das denn? Ich war ein bisschen überfordert mit dem Katzenmove. War ein bisschen überfordert. Die Rätselbox mache ich jetzt nicht nochmal. Hier oben gab es den Stempel. Zack. Da ist der Stempel. Gotcha! Und bin ich schnell genug? Oh! Oh lol! Ich hab's geschafft. Oh. Perfekt. Das ist der Stern, den man eigentlich nur mit Peach bekommen kann. Oder wenn man halt als Mario oder Toad, Luigi, keine Ahnung, Tanuki oder sowas hat. Bestimmt mit Katze geht das bestimmt auch. Kann man bestimmt die Wand hochklettern. Aber wenn man halt kein Power-Up hat, dann geht es, glaube ich, nur mit Peach. Ohne Power-Up. Wow. Wunderschön. Und da sind die 10.000. Geil. Dann können wir sogar jetzt noch ein Level machen. Weil die Aufnahme, die ich jetzt verloren habe, da habe ich eigentlich, ja, da war hier schon Schluss, ja. Guck mal, Leute. Ich habe jetzt dadurch sogar so eine Geschwindigkeit aufgebaut, mit der ich sogar jetzt euch sogar ein Level mehr zeigen kann, Leute. Ist das nicht Luxus? Das ist Luxus, oder? Das ist purer Luxus. Ihr kriegt heute ein Level mehr zu sehen, als eigentlich geplant. Und zwar hin und her im Schaltertal. Oh nein! Das war ein schreckliches Level. Das war ein schreckliches Level. Das war ein schreckliches Level. Oh nein. Oh nein. Hier gibt es zwei, drei Stellen, die sind richtig asozial. Das war kein schönes Level. Es gibt schönere Level in diesem Spiel. Oh, nicht treffen lassen. Da gibt es eine Feuerblume. Dankeschön. Jetzt kriegt Peach ihr wunderschönes weißes Kleid. Gab es hier noch irgendwas Tolles? Nein, hier gibt es nur die Fee. Ja, mit diesen komischen grünen Schaltern, die man bedienen kann, wie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Too much Bienen. Too much Bienen. Die man bedienen kann, wie auch schon auf den Schaltern aufgezeichnet ist mit den Pfeilen. Auf die Seite, auf die ich trete, in die Richtung fährt das Ding auch. Und dann fährt halt nur auf den Schienen. Und die Schienen kann man noch mit den Boxen die Richtungen ändern und so weiter. Ja, und das wird eigentlich ganz tricky. Ich glaube, später im Verlauf kommen noch mehr solche Level, die noch trickiger sind. Moment, wo ist meine Plattform dahinter? Komm mal zurück, Plattform. Ich hoffe, das Wischding trifft mich irgendwie nicht. Nee, das ist nicht. Oh, 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 du musst hoch. Peach, Peach, geh hoch. So. Ah, weg von dem Wischding. Oh, ich muss in die andere Richtung. Nein, was machst du, Peach? Peach, geh hoch. So.
Und haben wir die Schienen geändert und jetzt können wir wieder runterfahren. Wo ist überhaupt der erste grüne Stern? Ich habe Angst, dass ich jetzt den Wischding zu schnell bin, für das Wischding zu schnell bin und es gleich einhole. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, dass ich das Wischding jetzt da auch runtergeschickt habe. Ich glaube, das war nicht so cool. Hier gibt es den ersten grünen Stern, glaube ich. Oder? Ich meine schon. Gehen Sie bitte runter. Danke. Ja, hier gibt es den ersten grünen Stern. Flop, flop, flop. Wow! Kann ich hier eigentlich schweben? Müsste ich eigentlich, glaube ich, können. Ich glaube, der war links, der Stern. Bleibt ein bisschen linksbündig. Oh, er war genau in der Mitte. Okay. Gotcha! Oh, da gibt es ein Secret. Ein Secret. Ein Secret. Zack. Oh, guck mal, noch ein. Noch ein wunderschöner, noch eine wunderschöne Blume. Oder besser gesagt, ein weißes Kleid für unsere Prinzessin. Ach ja. Schöne fliegende Prinzessin. Ich möchte auch eine schöne fliegende Prinzessin sein. So, haben wir die Midway-Fahne. Midway-Fahne. Und hier, ja, hier kommt jetzt die Hölle. Hier kommt die Hölle, wo ich hier eigentlich ein Problem hatte. Ein großes Problem hatte. Aber den roten Ring können wir uns eigentlich sparen. Ich habe zwei Power-Ups. Ich brauche nicht noch ein Power-Up. Aber können wir ja als Killbeweis zeigen, dass wir es können. Ne? Können wir nicht. Bin zu schlecht dafür. Ah, so. Weg, weg. Oh, lol, wie die mich getroffen haben. Lol. Moment, ich kann hier nochmal die Blume holen. Ich habe ja noch eine Blume. Am Start. So. Und. Hui! Nein, ich bin in die andere Richtung. Da gibt es nämlich einen Stern. Da. Stern Nummer 2. Und jetzt kommt eine richtig eklige Stelle. Ich hoffe, ich kriege sie gut hin. Ich hoffe, ich kann sie meistern. So. Da hat man gerade schon rechts kurz den Stern gesehen. So. Oh lol, nicht runterfallen, Frau. Oh nein. Nein. Bleib auf der Box stehen. Oh, oh lol. Nee, das war richtig. Das war alles richtig. Alles cool, das war alles richtig. Jetzt kommt eine asoziale Stelle. Die habe ich hier gelernt. Einfach treffen lassen. Ich habe gelernt, hier einfach treffen lassen. Alles andere würde mich nur in den Tod bringen. Deshalb einfach treffen lassen. Einfach treffen lassen. So, dann springe ich hier drauf. Zack. Dann gibt es hier jetzt den Stempel. Boah, vorsichtig, Peach. Vorsichtig. Alter, ich glaube, ich schaffe gleich das Level First Try. Oder? Sieht danach aus. Noch. So, einmal ganz nach rechts. Ha! Alter, ich schaffe das Level First Try. Gut. Jetzt die Fahne noch. Oh, Dankeschön, Peach. Dankeschön. Wundervoll. Alter, bei diesem Level hatte ich beim ersten Durchspiel mega die Probleme gehabt. Mega die Probleme gehabt. Ich saß hier ewig dran. Aber jetzt, First Try, ich habe das Level oft genug gemacht, um es jetzt zu perfektioniert hinzubekommen. Deshalb habe ich mich auch extra oben treffen lassen, weil nur dadurch garantiere ich das Überleben von Peach, ja. Würde ich diesem Wischding da ausweichen, würde ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sterben. Okay, das ist nur ein Röhrchen. Ich dachte, das ist auch ein Level. Das heißt, wir können die nächste Episode direkt mit der Burg starten. Ist das nicht geil? Das ist geil, oder Leute? Das ist geil. So, da gibt es nur das Toadhaus. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Können wir vielleicht vor dem nächsten Level in das Toadhaus reingehen und dann vielleicht mit einem Katzen-Item oder sonst was in den Bosskampf gehen. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das für ein Bosskampf überhaupt war. Kann ich schon mal gucken, was das für ein Bosskampf ist? Sturm auf Bowsers Kugelwilli Express. Ah, das war das Zuglevel. Der Zugbosskampf. Okay, gut. Dann werden wir uns nächstes Mal wiedersehen in der nächsten Episode von Super Mario 3D Welt, wo wir dann das dritte Schloss machen, wo wir dann auf Zügen reiten werden. Das wird geil. Freut euch drauf. Es wird spaßig. Ich freue mich auch drauf. Und wir sehen uns dann demnächst in Super Mario 3D Welt. Wie schon gerade erwähnt. Bis demnächst. Tüdelü. Guten Tag und willkommen zu... Ich will schon wieder Wheel of Katamari sagen. Was ist los mit mir? Ja, ich weiß, aber es geht nicht. So, nochmal. Super Mario. Wieso denke ich mal bei Super Mario an Wheel of Katamari? Das ist unglaublich. Ich denke bei Super Mario 3D-Welt denke ich an Liebe. Und wenn ich an Liebe denke, dann muss ich an Wheel of Katamari denken. Verstehst du? Spinnst du?